Hi, ich will euch heute zeigen, wie man eine Fensterleibung tapeziert, weil das so zu den schwierigeren Parts gehört beim Tapezieren. Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man ein paar Sachen beachtet oder wenn man es mal gesehen hat. Wir tapezieren heute Raufaservlies. Also man kann den Kleber auf die Wand auftragen und dann die Tapete auf die Wand. Wandklebetechnik, man muss vorher nicht einweichen wie bei einer Papierrauffaser. Die linke Seite habe ich schon tapeziert, ich zeige es euch jetzt hier in der rechten Seite. Wir haben hier eine relativ tiefe Leibung. Ich bin hingegangen, die Bahnen sind knapp 53 cm breit. Hab geguckt, wie breit ist die Leibung. So, okay, die ist jetzt 31. Und dann addiere ich aber den Rest und gucke, dass ich mit dem Stoß so weit rauskomme. Also hier habe ich noch 21 cm drauf gerechnet, dass wenn ich hier bündig klebe, das einklappe, dass ich so 1-2 cm noch hier Überlappung habe und hier einen sauberen Schnitt machen kann. Ja, das heißt, ich messe, gucke, dass ich auf 35 cm komme vom Fenster und ziehe dann noch 1-2 cm ab. Machen wir eine Markierung, ist hier in dem Fall bei 21 cm und mache mit der Wasserwaage. Ich nehme da ganz gerne eine größere Wasserwaage, eine gerade Linie rechts entlang der Fensterleibung. Und entlang der Linie tapeziere ich auch die Bahn. Aber es ist schon wichtig, dass man schaut, dass man immer die Bahn gerade im Wasser liegen hat. So. Oben lasse ich auch 1,5 cm Überlappung. So. Jetzt mein Werkzeug. Natürlich schauen, dass man keine Luftblasen hat. So, und jetzt nehme ich mir für den Part eine Schere und gucke, dass ich relativ mittig von der Fensterbank in die Tapete einschneide. So. Hier oben, in dem Bereich mache ich das ganz gerne mit dem Messer. Wenn ihr mit Teppichmesser arbeitet, immer schauen, dass ihr eine scharfe Klinge habt. Gerade bei der Rauffaser. Ich schneide das so windig entlang der Kante. Ein. Dann haben wir hier einen sauberen Schnitt. So, und das Ganze kann ich jetzt schön sauber gucken, dass hier auch kein, hier bildet sich oft gerne eine Luftblase. Deswegen schön eng andrücken und über die Kante drüber. So, und Spachtel mit dem restlichen. Ich könnte natürlich auch eine Tapezierbürste nehmen, wo auch immer eine rumliegen. Ist vielleicht einfacher. So.
So, und jetzt mache ich hier noch einen kleinen Schnitt. Und ich packe das hier auch um. So, jetzt noch in den Ecken überall abschneiden und die Fensterleibung ist fertig. So funktioniert's. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach unter das Video in die Kommentare und ich versuche alles zu beantworten. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Tapezieren. Bis dann. Ciao.